Meine wissenschaftlichen Forschungen beschränken sich fast ausschließlich auf Tibet. Die Religion, die Geheimnisse und die Legenden des Landes haben mich schon als jungen Mann fasziniert. Im Laufe der Zeit wurde ich ein gefragter Tibet-Experte, hatte einen Lehrstuhl und bekam sogar hin und wieder Geld für Expeditionen. Die letzte dieser Expeditionen war jene mit Yeng Wuang. Wie Sie wissen, fanden wir einen toten Mönch, Kartenfragmente und diesen Kristall. Das Drachenauge. Genau. Die Überreste der Karte lieferten Hinweise auf ein geheimes Kloster im Kembalung-Tal. Nun war ich bereits während meiner Studien und auf früheren Reisen immer wieder auf Legenden um ein verborgenes Tal gestoßen, in dem sich der Eingang zum legendären Shambhala befinden soll. Der Begriff Shambhala war mir also nicht unbekannt. Damals wusste ich allerdings nur, dass Shambhala für die Buddhisten ein Königreich ist, in dem eine Dynastie erleuchteter Könige die geheimsten Lehren des Buddhismus behüten soll. Natürlich ging ich immer davon aus, es handle sich dabei um ein mystisches Königreich im Geiste, allenfalls erreichbar durch Meditation oder sonstige religiöse Übungen. Sie wissen schon. Dass es diesen Ort aber tatsächlich im Hier und Jetzt geben sollte, ließ mich natürlich aufhorchen. Ich witterte die Möglichkeit einer sensationellen Entdeckung. Nun, leider fanden Yeng Wuang und ich das Tal damals nicht. Ein zeitiger Wintereinbruch machte uns einen Strich durch die Rechnung und wir mussten aufgeben. Zu weiteren Expeditionen kam es bedauerlicherweise nicht, weil mir die entsprechenden Mittel fehlten. Dessen ungeachtet trug ich alles Wissen über Shambhala zusammen. Ich studierte die zugänglichen Quellen, übersetzte alte Texte neu und gleich einem Puzzle entstand so nach und nach ein Bild. Das Bild von einem rätselhaften Ort, dessen Macht unbeschreiblich ist. Was für ein Ort soll das denn sein? Ein uralter Ort. Nicht nur der Buddhismus, auch andere Religionen und Kulturen beziehen sich darauf. Dort, mein Freund, haben alle Fragen und alle Antworten ihren Ursprung, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Sie sprechen in Rätseln. Geht's nicht ein bisschen konkreter? Ich suche nicht nach Erleuchtung. Ich möchte nur meinen Freund lebend wiederfinden. Das ist vielleicht nicht der schlechteste Grund. Grund wofür? Für die Suche. Die Suche nach Shambhala. Ich muss das jetzt nicht verstehen, oder? Sie wollen also etwas Konkretes. Nun gut, hier haben Sie eine ganz konkrete Geschichte. Sie ist das Ergebnis meiner jahrelangen Recherchen. Vor ungefähr 10.000 Jahren entdeckt ein Stamm von Jägern und Hirten ein riesiges Höhlensystem im Himalaya. Die geistigen Fähigkeiten der Menschen entwickeln sich dort plötzlich sprunghaft. Und der daraus resultierende technische Fortschritt ermöglicht es ihnen, in den Höhlen sesshaft zu werden. Den Menschen wird bewusst, dass dies ein ganz besonderer Ort sein muss. In seinem Zentrum ist eine Energie spürbar, die für die rasante Entwicklung verantwortlich zu sein scheint. Und diese Energie erweist sich für die Menschen als Geschenk der Götter. Sie nutzen diese Gabe zum Bau gigantischer unterirdischer Tempelanlagen. Schon im Lauf weniger Generationen entsteht so eine blühende Kultur. Wissenschaft, Kunst und Architektur erreichen ein Niveau, das dieser Zeit weit voraus ist. Die Menschen entwickeln neben einer komplexen Sprache auch eine erste vollständige Schrift. Die Energie selbst in Verbindung mit den im Eiltempo gewonnenen Erkenntnissen auf medizinischem Gebiet lassen die Menschen ein extrem hohes Alter erreichen. Krankheiten gibt es so gut wie keine mehr. Und diese Höhlen sollen Shambhala sein? Ja, davon bin ich fest überzeugt. Sie können es aber auch gerne anders nennen, falls Ihnen ein anderer Name eher zusagt. Ich weiß nicht. Klingt immer noch alles nach Märchen. Auch ohne Drachen. Nun ja, der Drache.
Ich persönlich glaube ja, dass der Drache lediglich ein Symbol ist. Denn die Geschichte geht noch weiter. So? Irgendetwas muss passiert sein. Denn Shambhala wurde verlassen. Den genauen Grund kenne ich nicht. Aber was, wenn nicht eine Katastrophe, hätte die Menschen dazu veranlassen sollen, diesen wunderbaren Ort zu verlassen? Und Sie denken, diese Katastrophe hat was mit einem Drachen zu tun? Ganz genau. Der Drache steht vermutlich sinnbildlich für diese unvermittelt auftretende Katastrophe. Welche Art dieses Ereignis war, kann ich nur mutmaßen. Doch wahrscheinlich steht es im Zusammenhang mit der Energie des Ortes. Gut. Man hat Shambhala also verlassen, aber warum wird der Eingang dann heute noch bewacht? Nur wenige überlebten diese Katastrophe. Und sie hatten sicher gute Gründe dafür, aus ihrem Wissen um Shambhala ein wohlgehütetes Geheimnis zu machen. Sie bildeten eine verschworene Kaste von Priestern aus, die dieses Wissen von Generation zu Generation weitergaben und geben. Es gibt diese Priesterkaste immer noch? Natürlich. Sie sollten das eigentlich wissen. Schließlich waren sie ja schon in einem ihrer Klöster. Die Priesterkaste gründete weit entfernt von anderen Siedlungen zwei Klöster, in denen das Geheimnis von Shambhala bewahrt werden sollte. Das erste Kloster wurde direkt über dem einzigen Eingang zu Shambhala erbaut, in einem schwer zugänglichen Tal namens Kembalung. Hier verblieb der Großteil der Priester, sowie eines der beiden Artefakte, die den Eingang zu Shambhala öffnen können. Sie glauben also wirklich, dass die Kammer mit den Schriftzeichen nach Shambhala führt? Das würde doch aber bedeuten, dass Richard jetzt dort ist. In der Tat. Aber kann er dann überhaupt noch am Leben sein? Ich meine, die Katastrophe, die wenigen Überlebenden, der Drache. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir brauchen das zweite Artefakt. Sie sprachen vorhin davon, dass die Mönche zwei Klöster gegründet haben. Dann befindet sich der zweite Schlüssel in dem anderen Kloster? Davon gehe ich tatsächlich aus. Die zweite Gruppe der Priester wanderte über die Gipfel des Himalaya, den sogenannten verlorenen Horizont, bis ins heutige Indien und verbarg das andere Schlüsselartefakt dort in einer Tempelanlage. Leider konnte ich nie herausfinden, wo sich diese genau befindet. Aber wir haben doch das Drachenauge und die Inschriften in dem Kloster besagen, dass es uns die Lage des zweiten Schlüsselartefakts verraten wird. Das schon, aber Sie vergessen, dass wir auch die Karte der Hüter benötigen. Ich habe lange nach einer Karte gesucht, die aus solch alten Quellen stammen könnte. Die einzigen Hinweise, die ich gefunden habe, beziehen sich auf eine merkwürdige Landkarte, die ein osmanischer Admiral namens Piri Reis 1513 angefertigt hat. Auf dieser Karte sind zum Beispiel die eisfreien Umrisse der Antarktis zu sehen. Wie Sie wissen, wurde dieser Kontinent offiziell erst 1820 entdeckt, also mehr als 300 Jahre später. Wie konnte Piri Reis dann aber damals schon wissen, wie der antarktische Kontinent ohne Eis aussieht? Den handschriftlichen Notizen des sprachbegabten Admirals nach griff er bei der Erstellung seiner Karte auf tausende von Jahren alte Quellen zurück, die ihm bei einer Reise durch den fernen Osten in die Hände gefallen waren. Leider gibt es von der Karte heute nur noch ein kleines Fragment. Der überwiegende Teil ist verschollen. Wurde aber von den Nazis gefunden. Was? Als Sie den Namen des Admirals, so und so Reis, erwähnten, habe ich mich daran erinnert. Piri Reis. Ich war dabei, als die Anführerin der deutschen Expedition, diese Gräfin von Hagenhild, davon geredet hat, mit dem Drachenauge eine Karte in einem Berliner Museum untersuchen zu wollen. Dabei fiel auch der Name Piri Reis. Das wäre allerdings eine Sensation. Ich würde es eher als Chance bezeichnen. Eine Chance für uns, das zweite Schlüsselartefakt zu finden. Und zwar vor den Nazis. Sie wollen nach Berlin fahren? In die Höhle des Löwen? Wir haben keine andere Wahl. Nur so können wir die Piri-Reis-Karte mit dem Drachenauge untersuchen.
Aber dort dürfte es vor Wachen nur so wimmeln. Und die Karte selbst wird bestimmt nicht einfach in einem Schaukasten ausliegen. Wie stellen Sie sich das vor? Damit beschäftige ich mich, wenn es soweit ist. Jetzt sollten wir schnell das Drachenauge aus Ihrem Laden holen und nach Berlin aufbrechen. Zurzeit finden dort die Olympischen Sommerspiele statt. Wir dürften also unter den Besuchern aus aller Welt nicht weiter auffallen. Wie Sie meinen. In Ordnung. Lacoste müsste mit der Inventur meines Ladens inzwischen auch fertig sein. Also, lassen Sie uns das Drachenauge holen. Juhu, endlich was Neues. Warten Sie bitte einen Moment. Das Drachenauge ist im Hinterzimmer versteckt. Ich warte gerne. Hier, das ist es. Sehen Sie, unversehrt und funkelnd. Wie an dem Tag, als wir es gefunden haben. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Lassen Sie uns den nächsten Zug nach Casablanca nehmen und nach Spanien oder Portugal einschiffen. Je größer unser Vorsprung vor den Nazis, desto besser. Ich muss schon sagen, Ihre dynamische Art imponiert mir, junger Mann. Ich auf meine alten Tage. Professor, in Deckung! Vergiss ihn, wir haben das Drachenauge. Lass uns abhauen. Professor. Sie haben es mitgenommen? Sie dürfen sich nicht anstrengen. Bleiben Sie liegen. Ich hole Hilfe. Seien Sie kein Narr. Sie müssen ihn sofort folgen. Aber Sie brauchen dringend einen Arzt. Nein! Hören Sie mir genau zu. Man wird Sie nicht aus dem Land lassen, wenn man Sie hier findet. Folgen Sie ihnen. Verlieren Sie keine Zeit. Sie können mir hier nicht mehr helfen, mein Junge. Aber helfen Sie sich und allen anderen. Halten Sie sich an Ihren Plan und holen Sie das Drachenauge zurück. Nun liegt es allein an Ihnen, zu verhindern, dass die Nazis nach Shambhala gelangen. Traurig. Inzwischen in Hongkong. Verzeihung, Sir. Soeben ist ein Telegramm für Sie eingetroffen. Danke, Huxley. Ist noch etwas? Nein, Sir. Ich dachte nur... Schon gut, ich brauche Sie im Moment nicht. Sie können gehen. Deutsche Soldaten haben uns in einem Kloster überfallen. Stopp. Richard ist immer noch dort. Stopp. Paddock hat mich befreit. Stopp. Konnte mich nach Indien durchschlagen. Stopp. Schicken Sie Verstärkung. Stopp. Warte im Camp Hadley in Rangpur, Nordindien. Stopp. Gezeichnet Lieutenant Thomas Finch. Stopp. Wird verbrannt. Viertes Kapitel in der Höhle des Löwen. Schreckliche Musik. Von Marrakesch nach Casablanca. Von Casablanca mit dem Schiff nach... Bremerhaven. Und von dort mit dem Laster nach Berlin.
sagen wir mit dem Motorrad. Die Gräfin und ihre Schergen sind im Hof dieses Gebäudes verschwunden. Höchstwahrscheinlich handelt es sich hier um das Museum, in welchem sie die Karte des Pirireis mit dem Drachenauge untersuchen wollen. Tja, zufällig ist das auch genau mein Ziel. Und in der Höhle des Löwen unterbreche ich jetzt die Aufnahme und wir sehen uns das nächste Mal.